kümmerliche Vorstellung. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen. Alle. Sogar die Drachen. Drachen? Ja, Drachen. Und damit herzlich willkommen zu Gothic 2, nur mit NPC-Geschenken. Held, das ist dein Stichwort. Was muss ich machen? Du musst die Regeln erklären. Ach so, ja. Also, man darf nur Sachen verwenden, die einem von NPCs in einem Dialogfenster übergeben werden. Ausnahmen sind alle Questgegenstände und Laborwasserflaschen für das Aurenus. Und zwei Bolzen. Ach so, und Teleportsteine, weil ich will nicht so weit laufen. Danke. Sonst noch was? Haben wir was vergessen? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Keine Ahnung. Mir fällt noch was Wichtiges ein. Wir spielen hier Gothic 2 Classic, ohne die Nacht des Raben. Warum? Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Held, jeder weiß es. Es ist einfacher und es geht schneller. So, fangen wir mal an. Nein, warte kurz. Schlafen ist erlaubt. Weil mir das sonst so schwer wäre. So, du kannst weitermachen. Da unser glorreicher Held nichts aufsammeln durfte, ging er als erstes in die Stadt. Und dort hatte er einiges zu tun, denn er hatte auch einiges vor. Kommt her, Wölfe. Ihr müsst die Stadtwachen ablenken, damit ich in die Stadt kann. Das war einfach. So, als nächstes zu Laris. Ich werd verrückt. Was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Bist du dumm? Ich kam nicht aus dem Wasser. Nach der Begegnung mit Laris besuchte der Held Alrik. Du bist also ein Penner. Ist nur vorübergehend. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Der arme Alrik musste sein Schwert an den Händler Jora verkaufen. Und genau dieses Schwert wollte sich der Held jetzt besorgen. Du hast dich beklauen lassen? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru. Bist du dieser Gengaru? Verdammt, nichts wie weg! Bleibst du wohl stehen? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Hab ich dich. Was willst du von mir? Ich hab den Dieb erwischt. Hier ist dein Geld. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Das ist ja schrecklich. Ja, halt's Maul. Jetzt gib mir Alriks Schwert. Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Und das wird noch viel schlimmer. Oh, ich bin zu schwach. Mein Mann sieht es anders. Mein Mann sieht es anders. Ich will ein Schmied sein. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Was willst du? Bring mir die Waffe eines Orks. Harad, ein Ork schaffe ich noch nicht. Hakon, der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Was willst du? Hier gibt's nichts umsonst und ich werde dir auch nichts verkaufen. Ich will eine Ausbildung machen. So, und bei wem willst du anfangen? Bei dir ganz bestimmt nicht. Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ich glaube an den Osterhasen, zählt das? Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Gritta, Kohle her. Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ich schlepp dich zum Bromor. Du kannst sofort in der roten Laterne anfangen. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Und? Hat sie Probleme gemacht? Nein. Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Schenk mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Ich nehme 200. Segne mich mal. Ich will dich wohl segnen, Fremder, aber ich kenne dich nicht. Erzähle mir was über dich. Ich werde dir jetzt nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Geh
mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Lars, let's go. Dann wollen wir mal. Folge mir. Da unser Held noch etwas schwächlich auf der Brust war, brauchte er Lars als Unterstützung. Alleine wagte er sich noch nicht vor die Stadttore. Lars wollte den Helden eigentlich nur zur Taverne bringen. Aber der Held hatte andere Pläne. Er machte Lars wütend und lockte ihn in den Wald. Denn es gab ja noch Hakons Banditen. Und der Weg bis zu den Banditen war gepflastert mit Monstern. Und die sollte Lars natürlich jetzt besiegen. Ah, diese Ratten! Au! Na toll, das hat ja nicht so gut geklappt. Und jetzt kann ich mich nicht heilen, weil ich nichts zum Heilen habe. Naja, laufen wir erstmal mit Lars weiter. Das musste ja passieren. Lars fand leider auf dieser Reise nur den Tod und der Held musste sich den Gefahren nun alleine stellen. Hakons Banditen konnte er alleine nicht besiegen. Also führte er die Banditen einzeln aus der Höhle heraus und lockte sie zu den örtlichen Bauern. Ich mach dich fertig. Ja, das funktioniert. Oh, ich glaube, ich habe hier einen riesen Streit losgetreten. Ja, ich gehe da mal lieber. Auch die anderen Banditen lockte der Held zum Hof. Und die aggressiven Bauern streckten sie ohne Probleme nieder. Das hast du verdient, Mistkerl. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. So, erstmal wieder in die Stadt. Halt! Du siehst aus wie ein armer Wicht. Leute ohne Geld können wir in der Stadt nicht gebrauchen. Hörst du schlecht? Noch einen Schritt weiter und du kriegst meine Klinge zu spüren. Du hast es so gewollt. Alarm! Alarm! Mann, Stadtwache, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich war doch schon in der Stadt. Alarm! Mein Gott, ein Kampf! Die Bauern haben die Banditen umgebracht. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich die ganzen Bauern holen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Und auch er abonnierte Jorgensen und gab dem Video ein Like. Was ist jetzt mit der Ausbildungsstelle? Du hast zwar keinen Ork erlegt, aber Hakon hat mir erzählt, wie du die Sache mit den Banditen geregelt hast. Guter Mann. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Und so wurde der Held Schmiedelehrling und trainierte seine Stärke bei Harad. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Na, endlich kann ich auch eine Waffe tragen. Ich will für den König kämpfen. Dann bist du also Bürger von Korinis? Also eine eigene Hütte habe ich nicht. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Hier hast du deine Rüstung. Trage sie mit Stolz und Würde. Wo ist meine Waffe? Natürlich. Peck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Verdammt! Okay, ich komme ja schon. Aber wenn du deine Rückmeldung bei André machst, sagst du ihm nicht, dass ich hier war. Was ist jetzt mit der Waffe? Nun sieh mal, wer da ist. Unser neuer Kamerad. Und er will ein Schwert haben. Du hast André nicht erzählt, dass ich in der Roten Laterne war. Du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Hier, nimm dein Schwert. Es ist das Beste, was ich da habe. Unser Held war nun bei der Miliz und hatte eine zweite Waffe. Bei Wulfgar konnte er noch ein wenig seinen Schwertkampf aufbessern und er entschied sich trotzdem für Alriks Schwert, weil Alriks Schwert 10% Einhandkampfbonus gibt. Nun war unser Held auch bereit, Lord Hagen zu treffen. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Bist du dumm?
Alles klar, du kannst rein. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Ich brauche das Auvenus und Orks und Drachen sind im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Hey du, warte mal. Du willst dich doch auf den Weg ins Minental machen, richtig? Ja, das war richtig. Der Held machte sich nun auf den Weg ins Minental. Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Ich nehme die Heilung. Mit seiner neuen Ausrüstung konnte der Held auch nun gegen die Gefahren der Natur ankämpfen. Unser Held hatte nur ein kleines Problem. Er konnte sich zwischen den Kämpfen nicht heilen. Und das führte zu der einen oder anderen brenzlichen Situation. Der tapfere Held ließ sich davon aber nicht beirren und wagte sich tiefer ins Minental. Bist du Lemas Bruder? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Und wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme. Darüber kommst du hinein. Schleich dich so nah wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. In Gothic 2 Classic kann man ein interessantes Phänomen beobachten. Orks machen erstmal nicht ihre gewohnte Laufattacke, wie man es aus Die Nacht des Raben kennt, und laufen einfach auf einen zu und versuchen einen so zu schlagen. Man sieht es hier auch bei einigen Orks. Aber wenn man neu lädt, dann ändern sie ihr Kampfverhalten und machen auch die Laufattacke. Ihr seid scheiße Orks, richtig kacke. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nee. Euer Bote wurde gefressen und ich komme von dort haben. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Also, Lord Hager hat mich geschickt, damit ich ihm beweise, dass es die Drachen wirklich gibt. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Ich brauche Ausrüstung. Kläre das mit Tandor. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Naja, erstmal wird jetzt Haya gemacht. Verdammt, was ist los? Für Innos! Ich will Ausrüstung. Dann nimm diesen Steinbrecher, eine gute Waffe. Der ist ja scheiße. Und so machte sich unser Held auf zu den Schürfstellen, um später Garond und Lord Hagen vom Erdstand zu berichten. Braver Ork, lieber Ork, lass mich bitte in Ruhe. Und mal wieder muss ich den Kammerjäger spielen. Scheiß Ratten, weg mit euch! Bäh! Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Garond will wissen, warum ihr so wenig Erz schürft. Wo sind die Kisten, Mann? Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Wieso mache ich das alles überhaupt? Habe ich mich jemals dafür entschieden, ein Held zu sein? Hey, ich dachte, du wärst tot. Du kannst mich mal, Diego. Wo ist das scheiß Erz? Darum für wissen, wie viele Kisten hier sind. Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Eine letzte Schürfstelle musste unser Held noch aufsuchen. Aber dafür musste er noch zahlreiche Gegner umhauen. Ja, aber das mache ich doch sehr gerne. Wer kämpft nicht gerne den ganzen Tag? Woher kommst du? Aus meiner Mutter. Und mein Auftrag lautet, alles zu unternehmen, was ich für nötig halte, um das Erz zu fördern und zu schützen. Och Mann, was willst du denn? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen.
Wouter weiß, wo sich die Snapper verstecken, richtig? Dann spuck's mal aus. Wo ist der rote Anführer? Das will dir Wouter sagen. Geh zum Turm. Da wirst du einen richtigen Rudelanführer-Snapper finden. Richtig? Hey, danke für den Ring. Ich behalte den einfach. Naja, besser als nichts. So, genug rumgesnappert. Weg mit dir. Der Rodelanführer ist tot. Gut. Ohne Anführer sind sie nur halb so gefährlich. Was ist jetzt mit den scheiß Erzkisten? Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Mann, seid ihr schlecht. Rückt das Schreiben für Hagen raus. Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Ja, verflucht scheiße. Das ist doch alles nur Gerede. Das höre ich zum ersten Mal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So, zurück nach Corvinus. Das ist doch schon lange bekannt. Oh, was ist das denn schon wieder für einer? Wirst du die Macht unseres Meisters spüren? Du kannst dir nicht entrinnen. Musst du so einen Krach machen? Weißt du, wie laut das war? Hey! Endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Habe ich gar nicht gemerkt. Mein Gott, ein Kampf. Wo ist er? Dann suchen wir mit Feuerfallen. Halt! Was ist? Wollte dich nur mal ansehen. Na, sieht aus, als ob du Geld hättest. Kannst reingehen. Willst du mich verarschen? Ich gerade zur Stadtwache. Ich will zu diesem Bennett. Wir haben das Schwein eingelocht, das den Mord am Paladin Lothar begangen hat. Du bist ein Mörder? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Im Minental gibt's so ein paar Kisten Erz. Also, das kannst du komplett vergessen, die ganze Geschichte da. Das darf nicht wahr sein. Na, immerhin hat er diesen komischen Ring für mich. Ich hab für so etwas keine Zeit. Ha, dann jetzt Zeit für eine Zeugenbefragung. Wieso sah Cornelius an dich aus wie Rauter? Bennett ist kein Mörder. Woher weißt du das? Das behaupte ich gerade einfach so. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Darf ich jetzt ein Paladin sein? Gut, du hast bewiesen, dass du den Mut, das Können und das Gewissen hast, Innos zu dienen. Hiermit ernenne ich dich zu einem Streiter Innos. Ich übergebe dir die Waffen und Rüstung eines Ritters. Trage sie mit Stolz, Ritter. Von nun an hast du Kraft deines Ranges Zugang zum Kloster. Sag mal, warum sind eigentlich alle Waffen in diesem Spiel so scheiße? Bei Ingmar trainierte der Held dann noch ein wenig seine Stärke. Du hast es geschafft, bei den Paladinen aufgenommen zu werden. Ich bin froh, dass ich dich als Lehrling aufgenommen habe. Auch wenn du wenig Zeit zum Schmieden hattest. Was labert der? Ich kann nicht mal schmieden. Und so wurden die Menschen Kanalmitglieder bei Jorgenson. Und Ingos sah, dass es gut war. Unser Held konnte nun zum Kloster und das Auge Innos einfordern. Und genau das wollte er jetzt auch tun. Mann, halt dein Maul, 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 halt dein Maul. Mann! Boah, ganz schön heiß heute. Hier ein Brief von Batras.
Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Bist du jetzt wirklich ein Paladin? Ich tu nur so. Wenn jemand wie du bei den Paladinen mitmacht, dann können sich die Schergen Biljas warm anziehen. Hör auf zu schleimen und lass mich rein. Ja klar, hier ist der Schlüssel. Hey Opa, rück das Auge Inos raus. Ich sehe, du hast deine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Inos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind deiner heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Ganz ehrlich, was können diese dummen Feuermagier überhaupt? Erstmal haben sie sich das Auge Inos klauen lassen und zweitens soll ich jetzt auch noch diese ganzen Wegschreine reinigen. Da ist so ein verseuchter Schrein. Aber wie soll ich so arbeiten, wenn hier überall Sachen rumstehen? Muss ich die jetzt echt hier runterräumen, damit ich da dran komme und diesen Schrein reinigen kann? Wie oft soll ich mich heute eigentlich noch aufregen? Inos, mach Schrein sauber. Schrein soll sauber sein. Unser Held führte seinen Weg weiter fort und kämpfte gegen zahlreiche Kreaturen aller Art. Doch um das Auge Innos zu finden, war ihm kein Weg zu weit oder zu schwer und keine Kreatur zu stark. Selbst den schwarzen Troll bekämpfte er. Ach du Scheiße, hat das lange gedauert. Oh, was ist das denn für ein Zirkus hier? Du kommst zu spät. Hurra, das Auge Innos zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was fürstloses Unterfangen ist, offenbar den Meister herauszufordern. Auf das Kitzel. Das reicht jetzt. Ach, diese Suchenden. Hey du, schöne Grüße von Lema. Ist das wirklich wahr? Ha, nicht schlecht. Warum musste er jetzt den Moment versauen? Das Auge Innos wurde von den Suchenden zerstört und der Held brauchte Hilfe. Also besuchte er den Wassermagier Vatras. Heil mich mal bitte. Adanos, segne diesen Körper. Weil ich die Botschaft überbracht habe, kann ich mir noch irgendwas aussuchen. Aber irgendwie brauche ich das ganze Zeug nicht. Ach egal. Die Suchenden haben mich krank gemacht. Du siehst auch nicht gesund aus. Du bist dem schwarzen Blick der Suchenden zu lange ausgesetzt gewesen. Ich kann dir nur dein Fleisch heilen. Doch deine Seele kann dir nur das Kloster reinigen. Das Auge Innos ist übrigens kaputt. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Das Auge war zwar zerstört, aber Vatras hatte einen Plan. Der Held musste Xardas und Pyroka am Sonnenkreis versammeln, um ein sogenanntes Umkehrritual durchzuführen. Unser Held hatte mal wieder einiges zu tun. Er musste die beiden Magier überzeugen, auch zum Sonnenkreis zu kommen. Er musste die restlichen Wegschreine reinigen und unterwegs stellten ihm sich allerlei Kreaturen in den Weg. Außerdem war der Held besessen und konnte sich durch Schlafen nicht einfach heilen. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Jetzt gibt's Prügel! Ich will Kohle sehen. Ich verstehe nicht. Was willst du noch? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Ja, gib doch rüber. Hier. Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Naja, geil ist das jetzt nicht. Verdammt, was ist los?
Hast du das Auge Innos? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Der Held machte gute Fortschritte und konnte auch mal wieder seine Kampffertigkeiten ausbauen. Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hyroka, erst lässt du dir das Auge klauen und jetzt stellst du dich an. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Dann gib mir wenigstens was gegen die Besessenheit. Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Du verdammter Hutbesitzer. Er wollte Hutbesitzer sagen. Ich bin mir sicher. So, so. Pyroka also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig. Aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Dieses Buch soll Pyroka also überzeugen, doch mitzumachen. So, dich hatte ich vorher vergessen, Schrein, aber jetzt bist du auch sauber und frisch geschrubbt. Pyroka, hier ist dieses Buch von Xardas. Wenn du jetzt nicht kommst, dann rappelt's. Zeig her, das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Halt's Maul. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. So, die beiden Pfeifen sind jetzt auch hier. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Also, coole Effekte machen können sie. Das muss man ihnen lassen. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Und was soll ich jetzt machen? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Ich bin der Erwählte. Die Schreine sind jetzt alle sauber. Nimm dieses Amulett der Macht an dich. Junge, muss dieser Kerl so langsam sprechen? Aber wenigstens ist das Amulett neues. Danach brach der Held ins Miental auf. Denn er hatte einen Plan. Die Drachenjagd stand an, aber er wollte sich noch eine bessere Waffe besorgen. Und dafür wollte er ein bestimmtes Quest-Item holen, und zwar Diegos Geldbeutel. Die Kämpfe gegen die Orks waren gar nicht so leicht, denn Orks machen guten Schaden und halten auch wesentlich mehr aus. Gib mal so ein Einhaltsschwert. Pass gut auf deine neue Waffe auf. Sie ist ein Vermögen wert. Mit den 2000 Goldmünzen aus Diegos Geldbeutel konnte sich der Held ein Erzschwert kaufen. Vielen Dank, Diego. Nur durch dich ist das hier möglich. Danach ging es für unseren Helden zurück ins Miental. Die Drachenjagd stand nun an. Und mit seinem jetzigen Equipment sollte der Held auch Herr dieser Lage werden. Der erste Drache, der besucht wurde, war der Sumpfdrache. Und unterwegs besiegte der Held zusammen mit den zwei Drachenjägern Cypher und Rott einige Orks und einige Waage und noch weitere Kreaturen aus dem Sumpf. Schön hier. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Tja, dann lass doch mal einen Drachen jagen gehen. Packen wir's. Mit diesen zwei Kampfkolossen von Drachenjägern durch den Sumpf zu kommen, war super einfach für den Helden. Ach, so kann das laufen. Ich muss fast gar nichts machen. Und schon einige Zeit später stand der Held vor dem Sumpfdrachen. Gehst du wohl aus meinem Sumpf raus, du kleiner Wicht? Schnauze, Drache, jetzt gibt's Pauf die Fresse. Verdammt. Ist er tot?
Wer Benny sieht denn nicht mehr aus? Junge, war das ein Brocken. Drache Nummer 1 war tot. Also besuchte der Held Drache Nummer 2. In Gothic 2 Classic ist eine Sache klar. Die Drachenkämpfe sind nicht das Problem. Denn man kann in dieser Version dem Drachenfeuer ausweichen. Der Weg zum Drachen hin war für unseren Helden ein wenig schwieriger als der Kampf selbst. Der schusslige Held hatte vergessen, mit den Drachenjägern am Anfang des Minentals zu reden. Also war auch Gor nicht hier oben bei Gestad. Und so musste sich der Held alleine durch die Horden von Echsenkriegern prügeln oder an ihnen vorbeilaufen. Geschickt versuchte der Held, allen Angreifern auszuweichen und so zum Drachen zu gelangen. Zum letzten Felsen, der mir einfällt, und du kommst hier trotzdem hin, Mensch. Was ist? Ich bin hier extra hochgeklettert, um gegen dich zu kämpfen, und das werden wir jetzt auch machen. Du bist ziemlich gut. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen kann. Jetzt kann dir nur noch ein ausgebildeter Schwertmeister weiterhelfen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Unser tollkühner Held besiegte den Steindrachen. Und nun machte er sich auf den Weg zum Feuerdrachen. Lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Echsenmenschen! Diesmal wird's bestimmt klappen. Kleiner Ritter, ich weiß nicht, was du hier oben willst, aber wir werden hier sowieso nicht verraten, dass unser Meister auf der Insel Irdorat vor Corines lebt. Also kannst du direkt wieder verschwinden. Hör mal zu, du langhalsiges Ungetüm, ich mach dich jetzt fertig. Hey, du hast hier gar nichts zu suchen, kleiner Echsenmann. Der dritte Drache war nun auch tot. Und nun fehlte nur noch der Eisdrache. Aber da das Eisgebiet sehr stark besiedelt von Monstern ist, holte sich der Held Unterstützung. Willst du kostenlos für mich arbeiten? Nicht mehr, was ich glauben soll. Warum nicht? Das will doch keiner mehr. Was zahlst du? Ich hab doch gesagt kostenlos. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Zusammen mit seinem neuen Freund Biff kämpfte sich der Held durch das gesamte Eisgebiet. Und mal wieder zeigte der Held seine Schusseligkeit. Er hatte vergessen, das Auge Innos aufzuladen.
Also reiste der Held zurück zur Burg, um das Auge Innos aufzuladen. Danach kam er wieder, um seinen Freund Biff zu rächen. Der Eisdrache sollte mit dem Mord an Biff nicht davonkommen. Ich hab mich hier schon in den entferntesten Winkel der Welt zurückgezogen und trotzdem kommst du nicht hinterher. Du kommst nicht mehr, du Scheißmensch, du. Du Scheißexer hast Biff auf dem Gewissen. Die Drachen waren nun alle besiegt. Der Held konnte sich der nächsten Aufgabe stellen, den Meister der Drachen finden. Alle Drachen sind alle. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nee. Die Drachen, die haben auch noch einen Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Garond, was fragst du mich? Ich hab mir die Scheiße nicht ausgedacht hier. Ich hab mal mit den Drachen gequatscht. Was haben sie gesagt? Also, die haben da so einen Anführer und er wohnt in diesen Hallen von Irdorath vor Corines. Innos, stehe uns bei. Als der Held dann auch Xardas besuchen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr da war. Aber er hatte einen netten Abschiedsbrief hinterlassen. Unser glorreicher Held prügelte sich dann noch mit allen Dämonen in Xardas Turm. Denn niemals vergessen, wer die Dämonenjagd nicht ehrt, ist das Drachentöten nicht wert. Ich kann dir nicht mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Nach einem erfolgreichen Training ging der Held wieder zurück ins Kloster. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Was bist du denn so wütend, Pyrokat, gesagt, ich soll hier hinkommen? So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Der Held fand eine geheime Pforte in die Tiefen des Klosters. Doch die untere Ebene war verseucht mit Skelettkriegern. Dann mal ran an die Knochen. In den geheimen Gewölben waren aber nicht nur Skelette zu Hause, sondern auch Dämonen. Aber im Kampf gegen diese Kreaturen konnte sich der Held ja schon gut üben. Na, was haben wir denn hier alles Schönes? Hey, ich hab gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo der Feind ist. Wir können hinsegeln und ihn umhauen. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Dann willkommen an Bord. Ich werde mal eben die anderen holen. Das neue Ziel war klar. Der Held wusste, wo er den Feind finden würde. Und er brauchte nun eine Mannschaft und einen Captain. Pyroka, ich nenne Jorgen mit, okay? Ach, so ist das. Interessant. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Ich mach das schon. Geh du mal zum Hafen und ich komm dann mit den anderen dahin. Zielstrebig besuchte der Held alle Orte auf Corines, um seine Freunde und Bekannten zu überreden, mit auf die Insel Irdorath zu kommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ein Schiff? Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Alles klar, bis nachher. Bin schon unterwegs. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. Corines ist ein Loch. Wir können nur abwarten. Ich werde mit dir gehen. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Die Mannschaft des Helden war nun groß genug. Aber es gab noch 1-2 Dinge, die der Held vor seiner Abreise erledigen wollte. Als erstes ging es noch einmal zum Training. Und danach ging er nochmal zum Sonnenkreis und besorgte sich Dragomirs Armbrust. Das ist nämlich ein Questgegenstand und somit für die Nutzung erlaubt.
Der Held trainierte noch ein wenig seine Geschicklichkeit und dann konnte er die Armbrust auch tragen. Du gewährst mir sofort Zugang zum Schiff. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. So, du kommst jetzt mit oder du stirbst. Such's dir aus. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Jorgen, wir können jetzt los. Aber klar doch. Her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Auf Irdorath angekommen, kaufte sich der Held ausnahmsweise mal zwei Bolzen. Die waren später noch wichtig und sonst könnte der Run nicht beendet werden. Falls ihr euch wundert, warum der Held keine Paladin-Rüstung trägt oder nicht Innos Zorn verwendet, ich hatte mir überlegt, dass ich diese Sache nicht als Questgegenstände werte. Für unseren Helden lief es auf Irdorath erstmal etwas schleppend. Er musste die ganzen Orks alleine bekämpfen und sie nach und nach in kleine Grüppchen aufteilen, um sie so zu besiegen. Das hat natürlich einige Zeit in Anspruch genommen, aber ab einem Punkt ist ja Koranga dabei und ab dann ging es etwas schneller. Und Koranga war auch mal wieder sehr nützlich, denn die Kämpfe auf Irdorath waren schon ziemlich hart, denn wie jeder weiß, sind auf Irdorath die stärksten Gegner, die auch am meisten Schaden reindrücken können. Da ist man froh, wenn man einen Begleiter dabei hat. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ja, Junge, komm doch mal mit. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Wie gesagt, Koranga war eine sehr große Hilfe und half dem Helden, die zahlreichen Echsenkrieger niederzumachen. Sag mal, was wollt ihr bei den Happelmännern hier in meiner Höhle? Verpisst euch beide sofort. Du bist selber ein Hampelmann. Ja? Da ist er. Ah, meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Ernsthaft? Jetzt? Viel Glück. Das ist ja mal wieder typisch, dass er genau jetzt abhauen will. Unser schlecht gelaunter Held kämpfte also nun alleine weiter und er tötete zahlreiche Gegner. Den untoten Schattenlord Archol. Er tötete auch seine Schmerzen, indem er immer wieder lange in diesem Bett schlief. Auch der Verräter Mario konnte der Klinge des Helden nicht entfliehen. Und sogar der hinterhältige Schlüsselmeister wurde vom Helden erschlagen. Und nach Stunden des Kämpfens und Hebeldrückens überwand der Held auch die Gerätschaft des Schlüsselmeisters. Da ist er. Der Held war nun in den tiefsten Hallen von Irdorath angekommen und besiegte weitere zahlreiche Suchende. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Was bist du denn für ein Glatzkopf? Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden. Tja, dieser mächtige Schwarzmagier hier ist aber zu blöd, um eine Säule herumzulaufen. Kill him on the way, so come in the way, sir. Hi, Nadu. Ich bin der Meister der Drachen. Ich hab dich schon erwartet. Wir kämpfen jetzt. Tja, du untoter Meister der Drachen. Ich zeige dir jetzt, wie unsterblich du wirklich bist. Oh.
Ja, liebe Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Gothic 2 nur mit NPC-Geschenken. Run, lustiger Name. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber war gegen Ende doch recht knifflig. Hier gegen die ganzen Gegner zu kämpfen, ohne sich mal zwischendurch heilen zu können, war schon echt hart. Hier seht ihr noch die Charakterwerte und hier seht ihr am Ende noch alle Dinge, die ich so dabei hatte. Die Tränen Innos habe ich jetzt im Inventar, aber ich habe das Ordensschwert ja nie zum Innos Zorn gemacht, weil ich mir da nicht sicher war, ob das wirklich ein Questgegenstand ist oder nicht. Naja, aber man kann festhalten, Gothic 2 Classic kann man nur mit NPC-Geschenken und Quest-Items durchspielen, wenn man sich die Regeln so ein bisschen anpasst. Denn ich musste mir Laborwasserflaschen entweder kaufen oder ich habe sie aufgehoben, um das Auge Innos wieder aufzuladen. Und ich brauchte ja 2 Bolzen, weil die hätte ich jetzt aufheben können, die konnte ich kaufen. Wo ist der Unterschied? Aber an diesen Stellen kommt man nicht vorbei. Ich habe mir jetzt bei diesem Run erlaubt zu schlafen, weil ich das einfacher finde, als ständig neu zu laden, weil dann muss man die Kämpfe immer ganz perfekt machen. So weiß ich, okay, der Kampf lief nicht ganz perfekt, aber ich kann danach immer wieder schlafen gehen. Ansonsten würde man ständig neu laden, wenn man mal getroffen wird. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich den Run in Gothic 2 Classic gemacht habe und nicht in die Nacht des Raben. Ich glaube, in die Nacht des Raben wäre das mit den Drachenkämpfen viel zu schwierig geworden. Natürlich hätte man wieder mit Biff und Gorn arbeiten können und auch mit Koranga am Ende. Aber das habe ich in anderen Runs schon genug gezeigt und ich habe bisher selten Runs mit Gothic 2 Classic gemacht. Das Ganze hier hat circa 6,5 Stunden gedauert und ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch wieder beim Editing, denn mit der Voice Conversion zu arbeiten und hier selber irgendwelche Sachen als Held einzusprechen, ist schon sehr witzig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zum Run und zum Gameplay zum Video in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ah, endlich ausruhen. Mann, 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 das waren auch wieder harte Kämpfe. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen und warte, bis die Leute das Schiff finden. Welcher Idiot kam eigentlich auf die Idee, hier vorwärts in die Höhle reinzufahren? Wie sollen wir hier je wieder rauskommen? Aber das ist nicht mein Problem. Ich ruhe mich erstmal ein wenig aus und blicke in die Ferne. We'll be right back.